Ja, hola hier aus dem Mannschaftshotel des VfB Stuttgart im Trainingslager in Marbella. Die Mannschaft ist gerade vor wenigen Minuten abgefahren zum Trainingsplatz. Sie will heute an diesem Samstagnachmittag zum zweiten Mal trainieren. Heute Vormittag bat Pellegrino Matarazzo die Mannschaft schon um 10:30 Uhr auf dem Platz. Spieltaktische Formen waren angesagt. Der Trainer hat intensiv spielen lassen. Der Trainer hat aber auch sehr viel korrigiert, um das Pressingverhalten der Mannschaft zu verbessern. Das war heute Morgen der Schwerpunkt. Jetzt wird es sicher wieder mehr um die Offensive gehen am Nachmittag. Insgesamt herrscht in Marbella eine lockere Stimmung, kann man sagen, innerhalb der Mannschaft. Alle sind natürlich frisch motiviert. Jetzt, wo es noch einmal losgeht, vieles auf Null gestellt wurde. Man kann gespannt sein, wie die Torwartfrage zwischen Gregor Kobel und Fabian Bredlow entschieden wird. Aber auch im Mittelfeld tummeln sich ja viele Spieler und viele Alternativen tun sich auf. Auch in der Offensive mit den schnellen Silas Wamangituka und Nicolas Gonzalez stellt sich die Frage, wird Matarazzo mit zwei Stürmern spielen lassen, vielleicht nur mit einem oder gar mit dreien. Das alles wird sich in den nächsten Tagen finden. Am Montag wird man schon viel mehr wissen, wenn der VfB im Testspiel gegen den FC Basel antritt.